Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls ihr es auf YouTube anschaut, auch herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Das hier ist der dritte Teil zu einer Predigtserie zum Thema Ostern. Und unser Thema heute ist die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus ist für mich ein Thema gewesen, mit dem ich jetzt nicht außerordentlich viel bis dato mich beschäftigt habe. Als ich die Nachricht von unserem Pastor bekommen habe, dass ich eine Predigt vorbereiten könnte, da habe ich gerne Ja gesagt, mich sehr gefreut darüber und habe das auch als Gelegenheit gesehen, für mich das Thema Auferstehung nochmal neu zu studieren und neu für mich zu entdecken. Ich habe ein bisschen bei meiner Frau gefragt, was bedeutet dir die Auferstehung? Ich habe mich mit Menschen in meinem Hauskreis unterhalten. Was bedeutet euch die Auferstehung? Was bringt ihr damit in Verbindung? Was ist euch daran besonders wichtig? Und es ist vielleicht ein Thema, also bei einigen war es so, dass es nicht unbedingt eine Sache ist, die wir in unserer Beziehung zu Gott so alltäglich reflektieren oder uns besonders oft bewusst machen oder besonders oft darüber nachsinnen, was das für uns im täglichen Wandel mit Gott bedeutet. Für mich zum Beispiel sind ein bisschen andere Fragen in meinem täglichen Wandel eher präsent, um ganz ehrlich zu sein. Ich frage mich viel, was würde Jesus an meiner Stelle tun in meinem alltäglichen Leben? Ich versuche mich darauf zu besinnen und mir bewusst zu machen, dass Gott mich liebt, egal was ich wieder falsch gemacht habe oder egal was mir passiert ist. Ich versuche darüber nachzudenken, dass Gott alles zum Positiven wenden kann, dass Gott mir alles, was er mir zumutet, auch irgendwie dazu benutzen wird, damit ich im Glauben wachse. Das sind so eher alltägliche, meine persönlichen alltäglichen Gedanken in meiner Beziehung zu Gott oder Themen, die dort vorkommen. Auferstehung, nicht wirklich, spielt nicht wirklich so eine alltäglich jetzt erstmal im Vordergrund große Rolle. Ich musste mich also ein bisschen jetzt damit näher auseinandersetzen. Das hat meinem Glauben wirklich außerordentlich gut getan. 1. Korinther 15, in Vers 14, da heißt es, aufgeschrieben vom Apostel Paulus: Ist aber Christus nicht auferweckt, so ist unsere Predigt vergeblich. Und so ist auch euer Glaube vergeblich. Er wiederholt es nochmal in Vers 17, kurz danach. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so heißt es in Vers 19, so sind wir die elendsten Menschen unter allen Menschen. Und das klingt schon so, als ob die Auferstehung als solches ein ganz essentielles Thema ist. Wenn unser Glaube nichtig ist, wenn die Auferstehung nicht passiert ist, dann muss ja schon was ganz, ganz Essentielles an dieser Auferstehung dran sein. Und darüber möchte ich jetzt kurz sozusagen mit euch zusammen über den virtuellen Weg nachdenken. Vielleicht hilft es uns, eine kurze Gedankenübung voranzustellen. Stellen wir uns mal kurz vor, die Auferstehung wäre nicht passiert. Und damit meine ich nicht, dass Jesus nicht gelebt hätte. Was ich meine ist, Jesus hätte gelebt. Stellen wir uns vor, dass Jesus alle Wunder genauso getan hätte, wie es in der Bibel drin steht. Und dass er alles so gesagt hätte, wie er es eben gesagt hat. Stellen wir uns vor, er hätte trotzdem Unglaubliches vollbracht. Er hätte Lazarus von den Toten erweckt.
Wir hätten jemanden hier, der einen Mensch nach mehreren Tagen von den Toten erweckt hat. Er hätte Brote und Fische vermehrt, er hätte Wasser zu Wein verwandelt. Alles wäre eben so passiert, wie es auch in der Bibel drin steht, außer dass er im Grab geblieben wäre und ganz normal begraben worden wäre und tot wäre. Was würde uns dann fehlen? Ich meine, wir hätten nach wie vor jemanden, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin von Gott gesandt. Wir hätten nach wie vor jemanden, der Wunder getan hat, die das beweisen, dass er von Gott kam. Und wir hätten jemanden, der mit einer unglaublichen Weisheit, mit einem unglaublichen Wissen auch bewiesen hätte, dass er jemand ganz Besonderes ist. Wir hätten jemanden, der dem Nikodemus Dinge lehren konnte, die er als ganz verwunderlich empfunden hat. Wir hätten jemanden, der Leute unter einem Baum sehen konnte, obwohl er ganz weit weg war und gar nicht zu dem Zeitpunkt dort war. Also er hatte wundersames Wissen, aber er wäre eben nicht auferstanden. Was würde uns fehlen? Könnten wir denn nicht trotzdem ohne Auferstehung an Jesus glauben? Was würde uns fehlen? Was uns und anderen Leuten fehlen würde, er wäre Maria Magdalena nicht vorm Grab erschienen, natürlich nicht. Er wäre auch nicht den 12 Aposteln erschienen, er hätte nicht mit ihnen gegessen. Den Emmaus-Jüngern wäre er nicht erschienen, auch nicht den 500 Jüngern, von denen Paulus berichtet. Okay, das wäre vielleicht alles zu verkraften gewesen, aber er hätte auch gewisse Sachen dann nicht gesagt, die er nach seiner Auferstehung erst gesagt hat. Er hätte zum Beispiel Petrus nicht dreimal gefragt, hast du mich lieb, liebst du mich? Und das hat sich ja schon als ganz wesentlicher Teil für Petrus Glauben herausgestellt. Er hätte auch nicht gesagt, weide meine Schafe. Er hätte auch den berühmten Satz aus Matthäus 28 nicht gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Welt. Und er hätte auch nicht gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Das hätte mit Sicherheit denen gefehlt. Ich weiß, mir bedeutet das viel zu wissen, dass Jesus da ist. Petrus hätte im Fall, dass die Auferstehung nicht passiert wäre, 153 Fische weniger gefangen und uns allen als gläubige Menschen, uns würde etwas ganz Essentielles für unser Glaubensleben und für unsere Beziehung zu Gott fehlen. Nicht so sehr die Erscheinung, nicht so sehr die Sachen, die er auch noch vielleicht gesagt hat, die auch sehr, sehr, sehr wichtig sind. Aber uns würde irgendwie der ultimative Beweis fehlen, dass Jesus Gott war. Und uns würde irgendwie die Kraft der Auferstehung in unserer persönlichen Beziehung zu Gott fehlen. Wir hätten einen weisen Menschen, so wie es im Alten Testament auch schon sehr weise Menschen gab. Und wir hätten einen großartigen Propheten, so wie es im Alten Testament auch schon ganz tolle Propheten gab, die das Wort Gottes verkündet hätten. Wir hätten jemanden, der unglaubliche Wunder vollbracht hat. Auch das gab es im Alten Testament und auch die Propheten haben den Sohn der Witwe, hat Elia zum Beispiel auch von den Toten wieder auferweckt. So wie Jesus den Lazarus zum Beispiel. Elia hat auch Feuer vom Himmel fallen lassen, herabfahren lassen auf das Opfer, was er Gott bringen wollte. Aber all diese Propheten, all diese Menschen, die von Gott geschickt waren, mit großer prophetischer Kraft gesprochen haben, die tolle Wunder getan haben, waren nicht Gott im Fleisch. In der Hinsicht ist Jesus einzigartig.
Und die Auferstehung ist Teil dieser Einzigartigkeit. Ohne die Auferstehung wäre Jesus nicht der, der er ist und als den wir ihn anerkennen. Wenn wir Jesus nicht im starken Bewusstsein dessen anbeten, dass er der auferstandene Menschensohn Gottes ist, dann reduzieren wir Jesus auf etwas. Das ist nichts Schlechtes, auf was wir ihn reduzieren. Wir reduzieren ihn aber trotzdem auf etwas, was er nicht ist. Und deswegen ist es nicht gut für unseren Glauben. Wir reduzieren ihn dann vielleicht so ein bisschen auf seine Vorbildfunktion. Und das ist auch ein Glaubensbild, was man in der Welt oft findet, dass man Menschen trifft, die sagen, ich glaube nicht, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes war. Ich glaube nicht, dass er der Messias war. Ich glaube, er war ein sehr weiser Mensch. Ich glaube, er war ein sehr guter Mensch, sagen Leute. Der hat so viele gute Sachen gemacht. Wenn alle so wären wie Jesus, dann wäre es auf dieser Welt besser. Und das stimmt. Aber was passiert ist, man reduziert ihn damit auf seine Vorbildfunktion. Oder man reduziert ihn auf seine Lehre. Jesus war zwar nicht der Sohn Gottes, aber seinen moralischen Kompass, den benutze ich trotzdem. Seine Moral war eine gute Moral. Alle Menschen sollten sich daran halten. Seine Lehre war von großer Weisheit. Ich wünschte, alle Menschen würden von ihm lernen. All das kannst du sagen, ohne Jesus als Auferstandenen anzuerkennen. Jesus selber sagt in Johannes 11, in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt, gilt für alle Menschen. Alle Menschen werden sterben. Aber wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er nicht unser Messias. Dann wäre er nicht der Retter. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er nicht der, der den Tod überwunden hat und der uns somit eine Hoffnung gibt. Eine Hoffnung darauf, dass auch wir den Tod überwinden können. Er wäre ein guter Mensch gewesen und ein weiser Lehrer, ein großer Prophet, vielleicht der größte Prophet von allen, aber er wäre nicht Gott im Fleisch gewesen. Und in dem Wissen, dass Jesus Gott Mensch geworden ist, steckt eine große, eine einzigartige Kraft für unseren Glauben. Ich kann in diese Falle sehr leicht reintappen, dass mein persönliches Christentum eine langweilige, primär vielleicht anstrengende Sache wird. Und es gibt verschiedene Dinge, an die ich denken kann und auf die ich mich konzentrieren kann, die das verhindern, dass mein Christentum schal, freudlos, oberflächlich wird. Die Göttlichkeit von Jesus ist eine davon. Die Auferstehung, die hängt ganz, ganz eng damit zusammen, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Weil niemand außer ihm sonst hätte es schaffen können, aus eigener Kraft selber zu sagen, ich werde 3 Tage tot sein und dann werde ich auferstehen von den Toten. Der Vater wird mich auferwecken. Das ist einzigartig. Das sollte uns Kraft geben in unserem Glauben, weil wir wissen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Die Auferstehung, die ist ganz, ganz eng verwoben mit seiner Göttlichkeit, mit seinem Wesen, mit seiner Identität. Und wenn wir jetzt die Identität verpassen,
von Jesus, dann kennen wir Jesus nicht wirklich. Dann haben wir nicht wirklich eine Beziehung mit Jesus, dem Sohn Gottes, sondern wir haben eine Beziehung in unserem Glauben mit Jesus, dem weisen Lehrer, dem guten Menschen, dem tollen Vorbild. Und all das wird deine Beziehung zu Gott und dein eigenes Christentum vermutlich irgendwie uninspiriert sein lassen. Das wird irgendwie dazu führen, dass du nicht mehr im Jenseits oder dass du dich ausschließlich auf dieses Leben konzentrierst. Wenn du die Identität Jesus verpasst, dann kannst du nicht wirklich mit dem Jesus, der in der Bibel drin ist, mit dem Jesus, den es wirklich gibt, eine Beziehung führen. In Philipper 3, in Vers 10, schreibt Paulus Folgendes. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Hier ist jemand, der hat Jesus in seiner Göttlichkeit angebetet und wollte Jesus besser kennenlernen. Paulus war ganz klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und sein Lebensziel war, ich möchte Jesus, also Gott, besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erleben. Und das kann ich für mich auch behaupten. Ich möchte auch die Kraft der Auferstehung erleben, in meinem Glauben, in meinem täglichen Wandel als Vater, als Ehemann, als Arbeitnehmer, als Bruder. Da möchte ich von der Kraft der Auferstehung erfüllt sein. Ich möchte nicht sagen müssen, dass mein Christentum mir schwerfällt oder dass ich unmotiviert bin oder dass mir die Inspiration fehlt. Und wenn solche Gedanken dir nicht fremd sind, dann möchte ich dich auch auffordern, dich mit Jesus auseinanderzusetzen und in der Auferstehung eine Quelle der Kraft zu finden für deinen persönlichen Wandel mit Gott. Zum Abschluss noch eine Frage zum Nachdenken. Der Paulus, der schreibt hier, er möchte teilnehmen an seinen Leiden, er möchte die Kraft der Auferstehung wirklich erfahren. Es gab zu den Zeiten, wo Jesus gelebt hat, Teilnehmer und es gab Zuschauer. Und was bist du? Nimmst du teil an der Kraft der Auferstehung? Nimmst du teil an den Leiden, die Jesus durchgemacht hat, weil du um etwas weißt, eine Art geistliche Wahrheit? Nimmst du teil oder schaust du zu? Es gibt bei den Wundern ein Theologen, der behauptet, dass viele Menschen mit Jesus mitgegangen sind, nur um die Wunder mitzuerleben. Der sagt zum Beispiel, dass als das erste Wunder passiert ist, nämlich dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, haben eine Menge Leute gesagt, bei dem, da gibt es was zu trinken. Und später, als er die Brote und die Fische vermehrt hat, da wussten die dann auch, es gibt auch was zu essen. Und ich persönlich, ich arbeite habe lange in der Veranstaltungsbranche gearbeitet und da ist eine der sozusagen Grundlehren und Grundweisheiten ist die, mit Essen und Trinken bekommst du die Leute. Unter anderem, es gibt so gewisse Grundreize, Schlüsselreize, gewisse Grunddinge, mit denen, ne?
da kriegst du Leute auf deine Veranstaltung. Wenn es irgendwo Freibier gibt, dann sind da mit Sicherheit Leute. So, da gab es also Leute, die sind dann vielleicht nur mitgegangen, um zuzuschauen, um was Tolles zu erleben. Wow, da hat er wieder jemanden geheilt. Wow, der hat den Blinden sehend gemacht. Wow, hier gab es so viel zu essen und zu trinken, das konnten 5000 Leute nicht aufessen. Das waren die Zuschauer. Und es gab die, die haben teilgenommen. Die sind wirklich nachgefolgt. Die haben ihr Leben, so wie es Paulus hier schreibt, ganz für Gott aufgegeben. Paulus sagt, ich will mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Von außen sieht es oft sehr ähnlich aus. Der Zuschauer und der Teilnehmer können von außen manchmal schlecht erkannt werden, schlecht unterschieden werden. Beide gehen vielleicht in Gottesdienst und beide spenden und beide beten. Aber der eine hat sein Leben für Gott aufgegeben und der andere ist halt ein Zuschauer, der die Predigten anhört und ein bisschen drüber überlegt, aber der nicht wirklich teilnimmt an der Nachfolge. Aus der Auferstehung und aus der Kraft der Auferstehung heraus zu leben, bedeutet, mich ganz und gar Gott zu verschreiben. In Römer 6 finden wir eine gute Erklärung. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, dann werden wir auch in seiner Auferstehung ihm gleich sein. Als Teilnehmer der Auferstehung von Jesus durch unsere Taufe, da dürfen wir können und wir müssen uns nicht fesseln lassen von den Inhalten dieses Lebens. Natürlich müssen wir leben alle in der Welt und wir müssen uns um Dinge kümmern, die nicht per se geistlich sind. Das ist völlig normal und das ist völlig richtig so. Aber wenn wir nur für dieses Leben existieren, dann wohnt uns die Kraft der Auferstehung eben nicht inne. Dann führen wir kein neues Leben, was wir ganz und gar, so wie Paulus sagte, Gott verschrieben haben, sondern dann sind wir irgendwie Zuschauer des Christentums. Wir wandeln als getaufte Christen in einem neuen Leben. Wir haben die Chance, die Möglichkeit, aber auch ein Stück weit die Verpflichtung, über dieses Leben hinaus zu denken und über dieses Leben hinaus zu fühlen. Als Teilnehmer sind wir aktiv. Als Teilnehmer der Nachfolge, da sind wir aktiv in der Hinwendung zu Gott. Da sind wir aktiv in der Nächstenliebe. Da sind wir aktiv in der Umkehr. Ich möchte Schluss machen. Ich hoffe, euch hat es vielleicht ein bisschen geholfen oder es war vielleicht der eine oder andere Gedanke dabei, der für eure Beziehung zu Gott fruchtbar und inspirierend ist. Und ich wünsche euch gute Zeiten mit Gott. Ich wünsche euch viel Nähe zu Gott und bis bald mal wieder auf diesem Kanal.